und herzlich willkommen zu unserem zweiten Teil von Fragen über unsere Beziehung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir sind zwei Babys. Wir haben euch letztes Mal ja schon gesagt, dass wir das Video zweiteilen, weil wir nicht aufhören konnten zu reden. Jetzt geht's weiter mit Teil 2. Viel Spaß. Diese Frage hat in den letzten Tagen für Diskussionen gesorgt. Wir haben sehr viel über diese Frage geredet, über Fremdverliebtsein. Wir haben auch darüber geredet, wie wir das definieren und sind zu dem Entschluss gekommen, wir definieren das beide sehr unterschiedlich. Das stimmt, ja. Für mich ist fremdverliebt, wenn du in eine Person aus deinem Umfeld schwärmst und auf diese Person als einen Crush hast. Aber deswegen jetzt nicht Schluss machen würdest, weil du weißt, ja, das ist halt nur so, ich könnte mir mit dieser Person auch eine Beziehung vorstellen, aber es ist halt nur dieses Vorstellen so, ich habe eine Beziehung, ich bin verliebt und ich würde jetzt die ganze Beziehung für diese Person nicht einfach wegwerfen. So, das ist für mich fremdverliebt sein. Also ich sehe fremdverliebt auch so ähnlich, aber ich habe es mehr in dem Kontext gesehen, dass das quasi eine unerreichbare Person ist, wie zum Beispiel SchauspielerInnen oder Leute, die einfach nicht im selben Land leben, zum Beispiel etwas Ungreifbares, etwas Platonisches. Also ich kann nicht sagen, ob ich wirklich schon mal fremdverliebt war. Ich habe schon Personen in meinem Leben, wo ich mir denken würde, ich könnte mir eine Beziehung mit denen vorstellen, aber einfach nur, weil die Charaktereigenschaften passen und wir miteinander viben, aber deswegen bin ich nicht gleich fremdverliebt oder verliebt in diese Personen. Ich würde sie schon sagen, einfach aus dem Grund, ich rede auch mit ihr über alles. Also, wenn ich neue Leute kennenlerne und sehr begeistert von diesen Menschen bin, was schon manchmal passiert, dann erzähle ich ihr alles sehr detailreich und es interessiert sie manchmal nicht, aber sie muss sich halt an. Also ich lerne nicht so oft neue Leute kennen, aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich viel zu tun habe und mich eher auf meine Arbeit konzentriere. Und ich habe nichts zu tun. Verliebt ist schon ein starkes Wort, finde ich. Aber ich meine, wenn ich jetzt zurückdenke, ich war auch so ein bisschen obsessed manchmal mit so Charakteren von meinen Lieblingsserien. Aber gut, wer kennt das nicht, wenn man so ein bisschen schwärmt und dann stalkt man die Personen und sieht sich Bilder an und denkt sich so, wow. Aber im echten Leben, ganz spontan würde mir wirklich niemand einfallen, wo ich mir denke, okay, ich hätte mir da jetzt was vorstellen können. Noch dazu, wenn man eben niemanden kennenlernt, geht das rein optisch und Beziehungen bauen ja nicht nur auf der Optik auf. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich sie erzählen würde, weil für mich sind das halt so Kleinigkeiten irgendwie, solange es nichts Gravierendes ist, was mich und meine Gefühlslage beeinflussen könnte, denke ich mir, ist es nicht der Rede wert, darüber zu reden, weil es mich auch nicht belastet irgendwie. Also ich würde, wenn ich die Befürchtung hätte, dass ich quasi starke Gefühle entwickeln würde, ich würde ihr das würde ich ihr erzählen, aber so Schwärmereien finde ich jetzt nicht so relevant. Und sollte es zu einem Zeitpunkt kommen, dass man sich quasi Gefühle einbildet oder glaubt, dass da was wäre, sollte man das in einer Beziehung auf jeden Fall ansprechen. Ich würde aber eure Meinung dazu sehr interessieren. Also falls da jemand seine Meinung dazu äußern möchte oder sagen möchte, wie er sie fremdverliebt definiert, würde mich das sehr interessieren. Erstes Date, dadurch, dass wir sehr jung waren, als wir uns kennengelernt haben und wir uns auch nicht so kennengelernt haben mit dem Hintergedanken, dass wir da in eine Beziehung eingehen, gab es eigentlich kein erstes Date. Also, mir fällt nichts ein, was ich so als erstes Date definieren würde. Ich bin einfach öfters zu ihr nach Hause gefahren, sie ist dann öfters zu mir nach Hause gefahren. Das ging 4 Monate lang. Genau. Nach 4 Monaten und vielen Ich liebe dichs auf freundschaftlicher Basis hat ich dann den Mut gefasst und sie geküsst. War auch sehr witzig. Sie ist dann nach Hause gefahren, sie war damals bei mir und wir haben uns dann noch geschrieben, dass wir uns lieben, dies, das. Und dann wussten wir aber nicht, ob wir jetzt ein Paar sind oder nicht. 2-3 Tage später, glaube ich, haben wir dann irgendwie so geschrieben, sind wir jetzt eigentlich zusammen oder nicht und was ist das jetzt? Und dann haben wir uns darauf geeinigt, dass wir zusammen sind. Stichtag, erster Kuss. Ja, genau, das haben wir dann als Datum fixiert. Sowas wird uns auch oft gefragt, wie wir es denn schaffen, dass wir so lange eine Beziehung führen und auch halten können. Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben einfach dieses Deppenglück gehabt, dass wir uns gefunden haben,
sehr gut miteinander. Ich meine, man muss auch dazu sagen, bei uns ist nicht alles immer harmonisch und super toll. Also es gibt auch wirklich oft Streitereien, wo wir uns richtig die Köpfe einschlagen und es endet erst, bis beide krampfhaft heulen. Das kommt eher selten vor, muss man dazu sagen. Aber das gibt's auch. Das haben wir eh schon erwähnt, wir sind uns sehr ähnlich und wir denken uns halt auch oft immer, also wenn Konflikte sind, wir müssen jetzt nicht irgendwie Schluss machen, wir lösen es zusammen. Voll. Es war aber irgendwie so von Anfang an, so Schluss machen stand irgendwie von Anfang an nicht zur Debatte. Also egal wie sehr wir gestritten haben, ich finde schon in meinem Kopf, also Schluss machen, stand für mich einfach nicht zur Debatte. Auch nicht, wenn wir noch Kinder oder ganz klein waren. Aber ich muss dazu sagen, wie wir jünger waren, haben wir sehr viel öfter gestritten als jetzt. Und die Gründe, rückblickend betrachtet, die Gründe waren lächerlich. Aber man streitet halt auch wegen so Dingen, das bauscht sich so auf und so eine Kleinigkeit entsteht dann voll der fette Streit. So, ich könnte keinen einzigen Grund nennen, warum wir mal wirklich gestritten haben. So, wir hatten letzte Woche gestritten. Echt? Ja. Über was? Ich bin dann in der Küche gesessen den ganzen Tag. Ha ja. Aber es war wieder ein Streit. Aber wieso haben wir gestritten? Konflikt. Womit hat... Eben. Ich kann nicht mal sagen, womit es begonnen hat. Aber letzte Woche hatten wir einen sehr unnötigen Streit. So, Tipps für eine schöne, lange Beziehung. Ich finde, es ist ganz, ganz, ganz extrem wichtig, und das haben wir früher sehr oft falsch gemacht, es ist wichtig, Dinge, die in der Vergangenheit liegen und die man schon besprochen hat und verziehen hat, auch in der Vergangenheit zu lassen. Yes. Weil wir waren beide solche Personen, die sich immer wieder Sachen, die schon längst vorbei waren, wieder vorgeworfen haben. Und dann ist das so ein Teufelskreis, weil die eine beginnt mit dem und sie schleudert dann irgendwas zurück und dann streitet man so. Und eine Freundin von uns hat uns das gesagt, wir sollen damit aufhören, uns ständig Sachen vorzuwerfen, die wir uns eigentlich schon verziehen haben, weil sonst wären wir ja nicht an dem Punkt. Und an das denke ich jetzt noch sehr oft, weil seit sie das gesagt hat, machen wir das einfach nicht mehr. Und das hat uns wirklich geholfen. Ja. Liebe Grüße an Julie an dieser Stelle. Sie schaut das sicher. Hat uns auch sehr unterstützt in einer Zeit, wo wir auch auseinander waren. Also es hat eine Zeit gegeben, da waren wir auseinander. Das hat es gegeben. Wir haben das geklärt, sind dann auch wieder nochmal zusammengegangen. Wirklich? Eine Zeit lang, das waren glaube ich 2-3 Monate. Das war ein Monat. Ein Monat. Für mich waren es gefühlt 3 Monate. Vielleicht, weil ich so gelitten habe. Genau. Und wir sind dann gleich zusammengezogen, wovon uns auch alle abgeraten haben. Voll. Aber ich glaube, es ist halt auch, es ergänzt sich so gut. Wir sind beide sehr impulsiv, stur und dickköpfig, aber trotzdem sind wir beide kompromissbereit. Weil so ähnlich wir uns auch sehen und so gerne ich sie auch habe, ich verstehe trotzdem bestimmte Sachen nicht, die zum Beispiel für sie total selbstverständlich sind, die für sie quasi feste Prinzipien sind. Man muss nicht alles verstehen. Genau. So, manche Dinge akzeptiert man einfach und macht einfach, weil es der anderen Person wichtig ist und weil es die andere Person so haben möchte und dann macht man das einfach so. Wenn es mir nicht wehtut und ich es ihr recht machen kann, dann mache ich das. Also solange einfach. Das nicht in Extremen geht, dass man quasi die eigene Persönlichkeit komplett umdrehen muss. Ja, und auf Sachen verzichten muss, die man gerne macht. Und solche Dinge, das ist toxisch. Genau, das ist toxisch. Passend zur vorigen Frage, toxic. Ich würde sagen, ja, ehrlich gesagt. Ja. Definitiv. Also sie war nicht so extrem toxisch, wie man sich das jetzt vorstellt. Ja. Aber sie war nicht so gesund. Genau, sie war nicht gesund. Toxisch ist vielleicht das falsche Wort. Voll. Was aber auch daran gelegen ist, dass wir beide erstens mal jünger waren, andere Prinzipien im Leben hatten und unsicher waren in Bezug auf alles. Also ich weiß nicht, ob du auch so unsicher warst, aber ich war sehr unsicher in Bezug auf mich selbst, in Bezug auf die Beziehung, in Bezug auf alles. Und dadurch hat sich das Ganze, es war jetzt nicht extrem toxisch, aber es war leicht toxisch. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, in der Anfangsphase, die ersten paar Jahre, die ersten 4 Jahre, bevor wir diesen Die Anfangsphase! Die halbe Beziehung! Die ersten 4 Jahre, bevor dieser Cut da gekommen ist, habe ich auch zum Beispiel extrem meine Freundinnen vernachlässigt. Also sie war der präsenteste Mensch in meinem Leben, permanent. Es war zwar schön, Psst, jetzt.
im Nachhinein gesehen, scheiße von mir. Ich habe auch daraus gelernt, wie wir dann eben die Zeit auseinander waren, habe ich sehr viel reflektiert auch. Und ich finde, nach diesem großen Cut war die Beziehung auch sehr, sehr viel gesünder und reifer. Ja. Ich meine, immerhin sind wir gemeinsam groß geworden, erwachsen geworden. Wie gesagt, toxisch, ich finde so Sachen verbieten, Gewalt in der Beziehung oder wenn man Leute einlullt. Ja, aber das war nicht so. Also es war das war bei uns nicht so. Aber wenn es wirklich so richtig ins Toxische gehen sollte, sollte man wirklich aufpassen. Ich finde, für Beziehungen ist es voll wichtig, man sollte sich von seinem Partner oder seiner Partnerin nie verbiegen lassen und man sollte nie für seinen Partner oder seine Partnerin auf Dinge verzichten, die man eigentlich extrem gerne macht und die einen erfüllen und einem gut tun. Man darf sich selbst in einer Beziehung nicht verlieren. Ich hasse es, wenn sie niest. Ihre scheiß Socken im ganzen Raum verteilt. Sie kaut ihre Fingerkuppen ab. Du hast nicht. Mir fällt nichts ein. Ich bin perfekt. Obwohl mich viel an ihr nervt. Aber mir fällt jetzt nichts ein. Wenn sie sich räuspert. Die nächste Frage. Wie sieht die Beziehung zur Familie des anderen aus? Finde ich, ist eine sehr schöne Frage. Bei ihr gibt es ihren Bruder und ihre Schwester, wollte ich jetzt sagen. Ja, meine Mama sieht schon sehr jung aus. Das stimmt. Ihren Bruder und ihre Mama. Die Beziehung war zu ihrer Mama am Anfang ein bisschen schwierig, aber mittlerweile mag ich ihre Mama sehr, sehr, sehr gerne. Ich mag ihren Bruder sehr, sehr gerne, obwohl es eine Zeit gab, wo ihr Bruder sehr viel für mich war, weil ihr Bruder ist 8 Jahre jünger als ich. Das heißt, ich habe halt oft als Babysitterin fungiert und so typische Aufgaben einer großen Schwester gehabt. Sie war nie damit konfrontiert, weil sie ein Einzelkind, ja. Das hat sie auch einfach überfordert, denke ich. Für mich war das halt selbstverständlich und für sie war das dann so... Ja, voll. Aber mittlerweile, ich mag auch ihren Bruder extrem gerne. Ich sehe ihn schon ein bisschen als meinen eigenen Bruder an, obwohl er nicht mein eigener Bruder ist. Aber mittlerweile sehe ich ihn schon so ein bisschen als meinen eigenen Bruder. Und ja, ihre Mama mag ich voll, voll gerne. Wir machen viel mit ihrer Mama. So passt auch alles. Ich kann mit ihrer Mama auch über viele Dinge reden, immer Spaß haben. Ich habe das große Glück, dass ich mich auch mit ihren Eltern verstehe. War auch von Anfang an irgendwie eine recht gute Beziehung zu den beiden. Mit ihrem Vater kann man sich sehr, sehr gut unterhalten. Ich sehe ihn auch irgendwie ein bisschen, nicht als Ersatz, aber auch irgendwie so eine Vaterfigur in meinem Leben. Ich finde es sehr witzig, sie ist meinem Vater sehr ähnlich. Also sehr, sehr, sehr viele Ähnlichkeiten. Ich mag meinen Vater sehr gerne, ich liebe ihn sehr und ich sehe sehr viele Ähnlichkeiten zwischen den beiden. Ob das gut oder schlecht ist, sei es dahingestellt. Ihre Mutter mag ich auch sehr gerne. Ihre Mama ist auch sehr liebevoll zu mir. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass wenn sie bei mir ist oder ich bei ihr bin, dann fühle ich mich wirklich so, als wäre ich das eigene Kind deiner Eltern. Und umgekehrt ist es auch so. Also da können wir uns wirklich sehr glücklich schätzen. Was ist von euch beiden jeweils die Liebessprache? Also zu meiner Person, ich bin sehr liebesbedürftig und egal wie viel Liebe sie mir gibt, und sie gibt mir nicht viel Liebe, es ist mir zu wenig. Also wir haben sehr unterschiedliche Liebessprachen. Für mich ist Liebessprache so, wenn jemand was von mir braucht, dann bin ich für die Person da. Ich unterstütze die Person mit allem. Ich wertschätze diese Person und sage ihr das so einmal in der Woche. Einmal im Monat. Und keine Ahnung, wenn eine Person irgendwas braucht, irgendwas vom Baumarkt, ich würde wortlos aufstehen und das machen. Und das ist so versuche ich meine Liebe zu zeigen. Ihre Liebessprache ist aber sehr auf körperliche Nähe und auf Pussys und oh Baby, ich liebe sie. Ich mag einfach körperliche Nähe, aber nicht allgemein, sondern nur von ihr. Also ich bin jetzt nicht so eine touchy Person, die immer alle Leute berühren muss beim Reden. Aber ich mag das halt gern, wenn man mich wertschätzt in Form von so ein bisschen streicheln und wie ein Kind ein bisschen, würde ich sagen. Aber trotz, dass wir beide eine sehr unterschiedliche Liebessprache haben, funktioniert es eigentlich sehr gut. Also wir haben schon sehr oft deswegen gestritten, dass das ich stimmt, zu wenig Liebe gebe. Tschüss. Ich würde sagen, das war's jetzt. Vielen Dank für eure Fragen. Wenn ihr mehr Fragen haben solltet, schreibt es in die Kommentare. Wir freuen uns. Wünschen wir euch noch einen schönen Sonntag. Falls ihr das am Sonntag schaut. Wir sehen uns nächsten Sonntag zur selben Uhrzeit am selben Ort. Tschüssi. Bye.